Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Haus Flipper hier in unserem Luxus-Apartment. Ja, wir müssen noch ein bisschen Kohle verdienen, um uns dann schließlich ein Haus leisten zu können. Und dann werden wir mal schauen, ob wir neue Aufträge haben. Der Herr Pilchner möchte eine neue Wand haben. Der Herr Gray, jemand möchte sich, muss sich der Wand annehmen. Und der Herr Seifert bekommt anscheinend Nachwuchs, denn es kommt ein neues Familienmitglied. Ich würde aber sagen, wir nehmen uns erstmal der Wand an. Seit einiger Zeit sind große Räume in, sogar mein Nachbar und des Nachbars Nachbarn haben einige Wände in ihren Häusern abgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich vertraue Ihnen und bin fest davon überzeugt, dass solch eine professionelle Firma keine Probleme damit hat, dies schnell und kostengünstig zu machen. Kostengünstig auf keinen Fall, schnell durchaus. Durchaus, machen wir. Wir sind Ihr Mann, Herr... Wie hieß er? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie hieß er. Pilchner oder so. So, das ist eine Hütte. Wir schauen mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Schlafzimmer. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Dann haben wir hier ein Badezimmer mit einer Waschmaschine, einer Badewanne, einem Klo und einem Waschbecken. Und wir haben hier Wohnzimmer und Küche. So. Gut. Dann sollen wir hier Wände rausreißen. Wohnzimmer, Küche und Flurwände, hat er gesagt. Das wären dann diese Wand. Diese Wand und diese Wand, richtig? Richtig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier die Türen weg. Wir bekommen dafür $100. Cool, die gehen in unsere Taschen. Ja, sehr cool. Wir spielen hier keinen Diebstahlsimulator. Ja, ich dachte, ich soll Wände abreißen. So, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Platz. So, erstmal den Tisch an der Seite, dann das Sofa an der Seite. So, was haben wir hier noch? Die ganze Küchenfront nehmen wir einfach so, wie sie ist. Wir sind Hulk. So, hier noch irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen, hauen wir einfach mal die Wände raus. Abreißen. Attacke. So, einfach mal mit dem Hammer draufschwarten. So, passiert noch nicht viel, ne? Ui, jetzt kommt's. Eieiei. Sehr schön. Wunderbar. So, das Gute ist, ja, der Bauschutt, der verschwindet einfach. Das ist schon sehr von Vorteil, muss ich sagen. So, wir haben übrigens verfügbare Skillpunkte. Oh, wir haben wieder hier Verhandlungen. Mehr Kohle. 25% nehmen wir. Zerstörung. 4 zerstörte Elemente. Oder machen wir mal noch 4. Bams. 1. Bams. 2. 3. Und 4. Sind das schon 4 jetzt gewesen? Oder eher nicht so? So. Hier noch die Ecken weghauen. Und dann können wir schneller abreißen. Verbesserter Hammer. Erstmal verbesserten Hammer nehmen. So, der sieht schon mal aus, als ob der ein bisschen mehr ruppen könnte. Dann machen wir weiter hier. So, wir sollen 34 Wände modifizieren. Wir sind jetzt bei Wand 16. So. Ist auch sehr praktisch, dass die Decke darunter direkt gestrichen ist. So. Oh, jetzt fällt das Kartenhaus. Kennt ihr dieses Spiel? Das gab es früher mal beim... Wie hieß denn das? Super Toy Race oder so ähnlich? Da gibt es doch so ein Spiel, wo die mit so einem Hammer bei so einem komischen... Ja, wie nennt man das? So ein Eisberg
auf so viereckigen Klötzen und dann müssen die mit dem Hammer diese Klötze runterhauen, ohne dass dieser Eisberg fällt, ja? Ungefähr so ist das hier. Gut. Die Wand ist weg. Sieht zumindest gut aus. Ja. Jetzt ist nur die Frage, jetzt will er noch irgendwas gestrichen haben, ne? Wo waren das? War es hier? Keine Aufgaben. Streiche die Zimmer. Ja. Hier. Streiche mit der Farbe schläfriges Blau. Oh, wir können wieder hier. Leistung gesteigert um 5% schnelleres Abreißen. Wir nehmen mal noch einen Profi-Hammer, würde ich sagen, oder? So. Schläfriges Blau. Königliches, himmlisches, reizvolles. Wo haben wir denn schläfriges Blau? Da haben wir schläfriges Blau. Ich würde sagen, wir kaufen mal direkt zwei Pötte. Weil einer wird sowieso nicht reichen für das ganze Zimmer hier. Der will echt alles in schläfriges Blau haben. Das ist aber schon... Ist aber auch schon... Eine gewagte Farbe, ne? Und nur weil seine Nachbarin das hat... Ich weiß ja nicht, was er sich erhofft, ob er hofft, dass die dann bei ihm pennt oder so. Keine Ahnung. Nur weil er jetzt hier schläfriges Blau hat. Huch. So. Dann die Fenster. Beim Fenster ist immer ein bisschen tricky, weil man muss nämlich auch immer... So eine Laibung, die hängt so halb außen. Die muss aber immer mitgestrichen werden, weil die zählt noch zum Innenraum. So, irgendwie ist der Pinsel so schnell leer immer. So, und wenn ich jetzt mal so aufs Geld gucke, ja, wir bekommen jetzt schon 3000 Mäuse für den Auftrag. Das ist verdammt viel Kohle, ne? Dafür, dass der Typ das kostengünstig haben wollte, gibt er uns ganz schön viel, muss ich sagen. Und diese 3000 Dollar können wir verdammt gut gebrauchen. Die bringen uns unserem Haus einen großen Schritt näher. So. Lalalala. Da ist noch ein Fleck. Da haben wir jetzt 61%. So. Wir müssen doch eigentlich gleich auch mal wieder eine Verbesserung haben, oder? So viele Wände, wie wir hier streichen. Da. Oh, alle. So, 83%. Jetzt fehlen noch hier die unter dem Fenster. Hoffentlich reicht die Farbe. Extra nochmal einen Eimer kaufen jetzt für hier so ein Fleck ist auch ein bisschen blöd, ne? Zack. Fertig. Fertig. Sehr schön. 4.386,38 € für ein bisschen mit dem Hammer auf der Wand rumschwarten und zwei Eimer Farbe. Was will man mehr? Wir beenden den Auftrag. Und warte, wir gucken nochmal kurz. Verbesserung. Verhandlungen, neue Fähigkeit, verkaufe Häuser oder beende Aufträge, zwei Stück, achso, ja gut, das haben wir dann auch bald. Wo war das denn? Malen, 104 Wände muss ich noch streichen, dann haben wir was Neues. Drei Wände gleichzeitig ist auch cool, streichen schneller. Nächstes Mal, glaube ich, machen wir schnelleres Streichen. So, beenden das Ganze für 4.386,23 €.
Ich würde gern. Oh, war zu schnell weg. So. Wir könnten uns ja eigentlich auch mal eine Heizung hier hinhängen, ne? Weil so kalt ist es noch gar nicht. Dann schauen wir mal. Browser. Wir haben 32.000 Dollar und könnten. Wir hätten noch 6.000 zum Renovieren. 6.000 Dollar zum Renovieren. Reicht das ja oder nein? Wir können ja mal so grob die Preise durchgucken, ja. Ich sag mal, wenn wir Heizkörper kaufen, na gut, das geht noch vom Preis her. Ja, dann Bodenfliesen ist natürlich dann auch pro Quadrat, also pro Fliese gerechnet, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das hier. Ach ne, das ist pro Quadratmeter. Ja gut, aber für so ein ganzes Haus sind es dann auch schon mal 500 Dollar oder so, ne? Ich meine, das hier ist jetzt ein Raum, aber für so ein Häuschen, das hat ja dann schon mal zwei, drei Räume. Ja, dann brauchen wir jede Menge Farbeimer, Lampengedöns, Teppiche, Sofas, Betten. Wir brauchen ja ein komplettes Badezimmer, Dusche 100, Badewanne. Boah. Also ich würde vorschlagen, wir machen noch einen Auftrag, Freunde. Um da so ein bisschen sicher zu sein. Nicht, dass wir bankrott gehen. Das wäre echt schade, wenn wir pleite gehen. Wir schauen mal, was hätten wir denn noch? Der Waldemar Rissen. Ich bitte um Hilfe. Geld ist kein Problem. Das hören wir gerne. Guten Tag. Ich bin ein älterer Herr, der seit Jahren eine Wohnung an Studenten vermietet. Leider hatte ich dieses Jahr sehr viel Pech, denn ich habe die Wohnung einer recht verdächtigen Truppe vermietet. Sie haben nicht Rücksicht gezahlt, weswegen ich hinging, um das zu prüfen. Sofort, als ich die Tür öffne, dachte ich will einen Herzinfarkt bekommen. Das ganze Haus verwüstet, überall Dosen, Dreck und Matsch, Flaschen, wo das Auge hin nur hinsieht. Und die saßen fröhlich in der Küche und tranken weiter. Ich habe sie gewarnt, dass ich sie rausschmeißen würde, wenn sie nicht bezahlen. Sie haben bezahlt, aber dann hat sie herausgestellt, dass sie die Heizkörper verkauft haben, um Geld für Alkohol zu haben. Die haben die Möbel verkauft und nur Müll hinterlassen. Danach waren sie sogar so frech, dass sie ihre Kaution gefordert haben. Aufräumarbeiten sind in meinem psychischen und gesundheitlichen Zustand nicht mehr für mich. Helfen Sie mir bitte damit. Herr Rissen, ich bin Ihr Mann. Wir übernehmen das sehr gerne für Sie. Das sieht natürlich schon mal hier ganz schwer nach Party aus. Wir haben auch eine Menge Aufgaben, so wie es aussieht. Und schauen mal, die Hütte, das ist auf jeden Fall keine kleine Hütte. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja komplett eingesifft, die Hütte. Ach, du ahnst es nicht. Geht schon gut los. So, wir räumen auf. Wir räumen auf. Wir räumen auf. Ja, sauber. Schön das Kinderzimmer eingemüllt hier. So, erstmal Stuhl an der Seite. Ist ja auch alles nur Weinflaschen, ne? Da ist ja noch nicht mal Pfand drauf. So, Müll aufräumen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal durch die ganze Hütte und räumen erstmal auf hier. Ach du Scheiße. Ich will gar nicht wissen, was die auf dem Bett hier gemacht haben. So viele Flaschen. Ich will mal gerade gucken, da müssten wir doch eigentlich die Überverbesserungen bekommen fürs Aufräumen hier. Kann ich denn weg? 105. Zählt so eine Flasche auch als 1? Schaben. Wenn Sie eine Person mit Katzaridaphobie, Angst vor Kakerlaken sind, können Sie in allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken in Glasstücke verwandeln. Nee, brauchen wir nicht. Wir nehmen die Kakerlaken sehr gerne. So, das war jetzt einmal Müll, richtig? Nee. Doch, das war Müll. Eieieiei. Ach, du ahnst es nicht. Ja, dann Prost Mahlzeit. 99. 98. 96. Okay, jede Flasche dient hier auch als Punkt. Das ist sehr gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Wir sind die Wegwerfprofis. Eieiei. Die müssen gesoffen haben wie die Wahnsinnigen. Ja, ein Bild für die Götter. Jede Menge Kakerlaken. Staubsauger nehmen.
Wir werden sie mit dem Staubsauger wegsaugen, Freunde. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir sind am Ende. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir diese Kakerlaken hier, ja, vernichten werden. Es wird, schon widerlich, ne? Komplette Wand voll mit den Viechern, aber naja, gut. Freunde, das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.